Hallihallöchen, hier ist eure Manuela. Hallo, ich bin der Michael. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Heute kam bei mir das Food Trash Wanderpaket an. Das ist eine YouTuber-Aktion, wo wir uns gegenseitig Lebensmittel in einem Wanderpaket rumwandern lassen, die wir uns mal gekauft haben, aber doch keine Verwendung dafür haben oder es uns doch nicht schmeckt und die eben noch haltbar sind und für die anderen rumwandern eben. Vielleicht ist für den einen oder anderen noch was Schönes dabei. Der Sinn darin ist eben, weniger Lebensmittel wegzuschmeißen, was schon mal super gut ist. Jawohl, dann machen wir mal auf und schauen, was drin ist. Wir hatten das Paket schon aufgemacht und hatten schon mal abgedreht, nur ich habe es jetzt nochmal ein zweites Mal abgedreht, weil leider einiges schief lief und es musste erstmal abgeklärt werden und deswegen drehen wir es jetzt nochmal an. Also wir wissen jetzt schon, wenn es keine große Überraschung mehr gibt, was drin ist. Als erstes ist ein Knorr-Vollkornbuster, eine 5-Minuten-Terrine drinnen und die bleibt bei uns. Als nächstes haben wir einen Cosmopolitan, habe ich noch nie getrunken, deswegen bleibt der auch bei uns. Ist also so ein alkoholisches Getränk, bin ich gespannt drauf. Gartenerbsen. Ein Tetrapack, der geht auf jeden Fall weiter. Dann mein persönlicher Favorite in dem Paket war Ovomaltine. Musste ich verdecken. Das geht bei uns immer. Ja, das liebt mein Mann zum Frühstück. Die bleibt also da. Ja, dann haben wir Bio-Leinsamen, 250 Gramm. Coole Idee, aber die gehen weiter. Da haben wir nicht wirklich Verwendung. Da haben wir nicht wirklich Verwendung für die Leinsamen. Dann haben wir einen Milchreis nach klassischer Art von Dr. Oetker. Das ist so ein, ja, für zwei Portionen, ein kleines Päckchen. Essen wir nicht so häufig, aber für mich zwischendurch ist der super, deswegen bleibt der auch da. Super cool. Von Dr. Oetker eine Backmischung mit Vanillekipferl. Für die Jahreszeit natürlich super. Aber die geht weiter. Vielleicht findet ja jemand anderes dafür Verwendung. Duo Quinoa. Dampfgegart ohne Salz und Zuckerzusatz. So ein kleines Döschen. Also wirklich Mini-Döschen. Es war letzte Runde schon drinnen. Und geht jetzt auch wieder weiter. Ja, da haben wir ein Brötsch, das ist schon ein paar Runden mitgegangen anscheinend, also letzte Runde war es auch schon drin, leider ist es jetzt auch abgelaufen, aber ich lasse es jetzt mal drin, vielleicht will es trotzdem noch jemand haben, mit edle Erdbeere, eigentlich nicht schlecht. Ja, dann haben wir unseren schönen Partyschnaps, den haben wir damals rein, den tun wir wieder raus, oder? Ja. Ich lieber du und tun was dafür, was Neues rein, das wir abschauen. Schauen, was wir noch da haben. Das ist auf jeden Fall wegen Abwechslung reinkommt, deswegen tun wir den einfach wieder raus. Dann haben wir einen Kakao zum Backen. Der geht weiter, weil Kakao habe ich noch genug da. Flora Chips Oriental, Geschmack orientalische Würzmischung, ja, ein kleines Bäckchen mit 50 Gramm, möchtest du das? Ja, ich dann bin nicht so der Chipsesser. Geht es weiter. Ich mag lieber Kekse. Auf jeden Fall mal was anderes. Dann haben wir hier einen Waldhonig. Ich weiß nicht, ob der schon das letzte Mal drin war oder nee, der ist neu drin. 50 Gramm, ein kleines Gläschen. Für uns ist, ist das Glas zu klein, ne? Ja, für dich. Ich esse ja keinen Honig. Geht weiter. Dann haben wir auch gemahlenen Koriander.
Das habe ich das letzte Mal rein, den würde ich jetzt noch mal weiter wandern lassen, weil wir haben zwei neue eben, die dazu gestoßen sind. Einmal die Katja, da geht das Paket jetzt auch als nächstes hin, und einmal der Tim, der setzt aber jetzt eine Runde aus. Aber vielleicht können die das ja gut gebrauchen, deswegen lasse ich das noch mal rein. Das Paket kam auch jetzt von der Raffi zu mir eben, und die Reihenfolge und wer eben mitmacht, das setze ich wieder in die Infobox. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Katja wird sich bestimmt auch freuen, wenn ihr dort weiter guckt, was drinnen ist als nächstes. Ja, also es geht weiter. Dann haben wir vom Messmer milde Hagebuttenmischung, ein Tee. Der war die letzte Runde auch schon drin, geht aber auch wieder weiter. Dann haben wir eine Tüte eben mit Lebkuchengewürz. Das war das letzte Mal auch schon drin. Ein Korniriegel. Mentos. Und zwei Wachmacherpillen. Es geht aber alles vier weiter, oder möchtest du was davon haben? Nein. Ja. Aber glaube ich alles so drinnen. Das letzte Mal. Dann haben wir hier noch. Genau, dann haben wir noch ein Beutelchen mit losem Tee. Aber das ist eher uninteressant für uns. Deswegen geht er weiter. Ja. Wir haben noch artige Nudeln. Ja. Cannelloni, ein Päckchen eben noch. Die lasse ich mal drin, da steht aber allerdings kein Haltbarkeitsdatum drauf, das ist irgendwie weg. Die lasse ich einfach weiter wandern, wir nehmen sie deswegen nicht raus. Oder sie wurden entfernt. Dann haben wir noch so ein Geschenktüdel eben, weil wir hatten ja immer wieder mal Geschenke rumgereicht. Mit so einem Traubenzuckerlutscher und einem weißen Duplo. Da freut sich vielleicht die Katja drüber eben, deswegen lassen wir das auch drinnen. Wir haben ja davon letzte Runde schon gehabt. Jawohl. So, das war's, ne? Jawohl, das Kiste ist leer. Okay, das war's wieder von uns. Lasst mir doch gerne ein Like da oder auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.